Wir sind heute auf dem Online-Karrieretag 2015 in Hamburg. Neben mir sitzt Eike Dahm, Sales Trainer und Recruiting Manager bei Yelp. Hallo Eike. Hi, hallo. Wie würdest du Yelp als Arbeitgeber beschreiben? Herrscht bei euch eine gute Arbeitsatmosphäre? Gehst du gerne zur Arbeit? Absolut. Ich freue mich jeden Tag irgendwie zur Arbeit gehen zu dürfen, dort meine Kollegen zu treffen. Es ist ein unheimlich junges Team. Alle sind total motiviert. Alle brennen, alle haben Lust, ein bisschen Geschichte zu schreiben. Und da sind wir auf einem guten Weg. Und ja, wir tun natürlich alles dafür, in Deutschland, in Europa halt noch bekannter zu werden als jetzt schon. Und das motiviert uns alle. Wie versucht ihr denn, vielversprechende Talente anzulocken? Natürlich über solche Messen wie hier, wo wir sagen, okay, jeder, der Lust hat, noch ein bisschen Karriere vielleicht auch zu machen, der Lust hat, in einem jungen, dynamischen Team zu arbeiten, der ist bei uns genau richtig. Bei uns wird natürlich hart gearbeitet, das ist ganz klar, aber dafür belohnen wir unsere Mitarbeiter mit ganz, ganz vielen Goodies und das spüren die halt jeden Tag. Inwiefern färbt sich die Arbeit vielleicht auch auf die Freizeit ab? Also muss man sich das jetzt so vorstellen, dass ihr rumlauft und den ganzen Tag Bewertung schreibt? Das nicht. Das ist halt uns auch untersagt im Bereich Sales. Da kann es dann zu Interessenskonflikten kommen. Aber natürlich ist es so, dass wir die App täglich nutzen. Ob wir halt ein schönes Restaurant suchen oder mal eine interessante Bar. Also es bringt halt Spaß, diese App halt zu benutzen und damit zu spielen. Und halt seinen Freunden mal zu zeigen, dass man, egal wo man in Deutschland halt auch gerade ist, in Europa, dass man dadurch natürlich unheimlich tolle Plätze findet. Und ja, es ist halt auch schön, Kommentare der User zu lesen, die sich wirklich immer sehr, sehr viel Mühe geben und da halt auch Spaß dran haben, unsere App zu benutzen. Wie schätzt du die Perspektiven in der Online-Branche zurzeit ein? Also warum glaubst du, sollte man jetzt in eine App einsteigen? Es ist der absolut richtige Zeitpunkt. Deutschland ist ein Wachstumsmotor. Deutschland hat genug Geld und wenn man eine innovative App hat, die dann halt auch noch ein bisschen Spaß bringt, die toll aussieht und noch einen extremen Nutzen hat für den User, für die Unternehmer, dann sofort. Wie gefällt es dir bislang auf dem Online-Karrieretag? Ihr seid ja auch mit dem Stand hier vertreten. Wie laufen die Gespräche bislang? Was versprichst du dir noch vom Tag? Ach, wir haben ja schon jetzt schon sehr, sehr gute und interessante Gespräche gehabt. Der Online-Karrieretag ist eine super Plattform für genau Unternehmen, die sich halt online präsentieren. Und ich erwarte mir eigentlich sehr gute Gespräche, die wir bis jetzt auch schon hatten. Bis jetzt waren die Gespräche qualitativ sehr hochwertig. Es waren tolle Menschen hier, tolle Bewerber, die sich halt auch sehr viel Mühe geben. Und das merkt man, das fühlt man. Klasse. Vielen Dank für deine Zeit, Eike. Und viel Erfolg heute noch. Sehr gerne. Danke. Ja.